Sie waren, sagten Sie schon, am Nationaltheater Weimar auch wieder Schauspieler und Regisseur, und zwar von 89 bis 92. Was mich interessiert, wie haben Sie eigentlich die Wende erlebt? Also, wie sah Ihre Gefühlswelt aus? Also erstmal muss ich sagen, Geschichte und Erinnerung sind doch eine sehr irgendwie merkwürdige Angelegenheit. Selbst in meiner, also die Geschichte will immer alles gerne zusammenfassen, auch was so lang gedauert hat, auch was verschiedene Phasen hatte, möchte sie gerne auf 2-3 Tage zusammenfassen, ja, so wie die Revolution in Russland oder so, 3 Tage, die die Welt erschütterten, oder 5 Tage oder keine Ahnung, ja, oder hier die Nazis, ja, dass das auch ein bisschen gedauert hat, bis die Juden einen Stern tragen mussten und so weiter, dass das auch so 10 Jahre harte Arbeit war, oder nicht harte, aber doch immerhin kontinuierliche Arbeit, das vergisst man immer. Und die Wende war ja nicht für mich an dem Tag, wo die Wende war, sondern sie begann ja etwas früher. Und ich muss dazu sagen, ich habe schon vor 2 Jahren, also 2 Jahre bevor, und ich kann es beweisen, also, habe ich gewettet, dass das nicht mehr, dass das nicht zu halten ist. Das, also mir war das klar, und ich fing auch an, langsam mein Ausreiseantrag in Frage zu stellen. Ich fand ihn plötzlich ein bisschen blöd, weil ich merkte irgendwie, also ich fühlte mich nicht mehr in Gefahr. Und als wir damals in der Gethsemane-Kirche waren und der Bischof Fork freies Geleit für alle forderte und auch erreicht hatte, wo jeder, also nicht zusammen, also jeder musste einzeln in eine andere Richtung gehen, ja, und alles traf sich dann wieder auf der Schönhauser, und dann kam der Sturmtrupp mit diesen albernen Schlachtrufen, die machten dann immer oder sowas, war vollkommen albern, wusste ich schon, also ich fühlte mich irgendwie außer Gefahr, aus irgendeinem Grund. Da waren ja auch schon die Medien, ja, und alle, und dann wurden wir auf diese Hinterhöfe getrieben, und da wollte ich unbedingt, ich weiß es, es klingt jetzt etwas albern und auch nicht unbedingt für mich sehr positiv, aber ich wollte zugeführt werden. Ich wusste in diesem Moment, ich möchte jetzt sagen, ist ja auch so, so blutige Erdbeeren hatten wir gesehen, da gibt es eine wunderbare Szene, wo er so ein bisschen was auf den Mund kriegt und kommt nach Hause und sagt, hier hat mich der Gummiknippel eines Polizisten getroffen. Ne? So, und er wird zum Helden. Ich wusste also, in dieser Geschichte steckt jetzt Heldenpotenzial. Man ist jung, man denkt so. Ja, und ich wollte also da jetzt von einem Gummiknippel getroffen werden. Und ich wollte auch auf diesen Lastwagen. Ja, meine Frau damals, meine Frau sagte, nee, das machst du jetzt mal nicht. Und hat mich dann in einen Hausflur gezogen. Und ich wollte da wirklich hin, aus ganz eitlen Gründen. Ich muss es leider so sagen. Das betrifft nur mich, dass ich es sage. Das betrifft niemanden, nur mich. Ja? Ich wollte dahin, und ich wollte dann am Ende, weil ich wusste, irgendwann werden wir alle Bundesrepublik sein, wollte ich hier sitzen, sagen können, ich bin zugeführt worden.